Ludwig Kalisch. Satiren 3. Langeweile. Es gibt keine größere Qual als die Langeweile. Es gibt keinen größeren Schmerz für die Menschen, als wenn die Zeit seine Folter wird. Wenn jede Stunde wie eine Marterzange, jede Minute wie eine Marterschraube seinen Geist zwängt und drückt. Unsere Philosophen, die alles erklären, was sie nicht wissen und was jeder weiß, selten erklären können, haben uns Definitionen von allen irdischen und überirdischen Dingen gegeben. Sie haben uns mit einer Bestimmtheit vom Jenseits gesprochen, als ob sie geheime Sekretäre der Allwissenheit gewesen wären. Sie haben die Zeit und die Ewigkeit, die Gottheit und die Menschheit genau zergliedert. Sie haben das Unberechenbare berechnet, das Unsägliche gesagt, das Unbeschreibliche beschrieben. Aber über die Langeweile haben sie das geheimste Stillschweigen beobachtet. Wie die Ewigkeit die Zeit der Unsterblichen, so ist die Langeweile die Ewigkeit der Sterblichen. Und wie sehr streben die Menschen, sich gegenseitig zu verewigen. Wie viel Anstalten und Vereine haben die Menschen nicht ins Dasein gerufen, um der Langeweile ihre Huldigungen darzubringen. Wir schlagen unbarmherzig die Zeit tot, aber aus ihrem Grabe entsteht die rächende Langeweile, die uns mit 1000 Riesenarmen fasst. Wir haben Abendunterhaltungen, wo der Geist der Langeweile auf der Oberfläche des Tees schwimmt, wo man nur den Mund, aber nicht das Herz öffnet, wo man viel spricht, aber nichts sagt, wo man nichts lobt als sich selbst und die Namen anderer auf die arme Sünderbank setzt. Wir haben Konzerte, wo die gequälte Harmonie nach Rache schreit und die Langeweile uns nach Noten foltert. Wir haben Theater, wo die Welt mit Brettern vernagelt ist, wo wir zwar einen Sitz, aber die Sängerinnen keine Stimme haben, wo jedes Lustspiel zum Trauerspiel, jedes Trauerspiel zum Lustspiel und die edle Kunst zur ordinären Posse wird. Da schleicht denn das Gespenst der getöteten Zeit langsam von dannen und die rächende Langeweile, die uns auf die 5 Akten Folter einer birchpfeiferischen Tragödie gelegt, lässt uns nicht eher los, bis uns die letzte Szene, die letzte Hoffnung auf einen Kunstgenuss genommen. Wir haben auch große Gesellschaftsessen, wo erst jeder den Geist aufgibt und dann Toaste ausbringt, wo man mit vollem Magen das Andenken der großen deutschen Erd, die das große Deutschland verhungern ließ, wo man erst viel Wind macht und dann in Sturm kommt, wo man der Gespräche eher satt wird als der Speisen, weil diese sehr stark und jene nur sehr schwach gewürzt sind. Aber auch hier, wo man die unschuldige Zeit meuchlings gemordet, steigt wie Bankos Geist die Langeweile hinter der Tafel empor und bringt die Zecher zum Gähnen. Am meisten rächt sich aber die Langeweile an den Großen dieser Erde. Fürsten, die nur an Hirsch- und Vergnügungsjagden denken, die sich und ihren Günstlingen große Paläste und ihrem Volke große Luftschlösser bauen lassen. Fürsten, die vor lauter Schmeicheleien die Klagen und Forderungen der Untertanen überhören. Fürsten, die sich zu erniedrigen glauben, wenn sie sich einmal helfen, zur gedrückten Unschuld herablassen und sich am höchsten dünken, wenn das Volk am niedrigsten. Kurz, solche Fürsten, die im Buche der Geschichte nur ein leeres oder blutiges Blatt zurücklassen, werden von der Langeweile am meisten gefoltert. Nichts wird so viel gegähnt als in den Prunkgemächern der Großen, wohin die Wahrheit entweder gar nicht oder nur leise auf den Zehen gelangen kann und wo man die Worte erst versüßen muss, wenn sie gehört werden sollen. Unter den Mitteln, die Qual der Langeweile zu verbannen, gehört die Lektüre, die Nahrung des Geistes. Denn die Langeweile ist der Hunger desselben und die Journalistik ist das tägliche Brot, welches die Journalisten dem Publikum bescheren müssen. Ihr armen Journalisten, wie wenig Dank erwartet euch, wenn ihr auch mit noch so viel Mühe den literarischen Sauerteig durcheinander knetet und mit attischem Salze zu würzen sucht. Es wird euch nicht belohnt. Wahrlich, wenn das Publikum wüsste, wie sehr ein Journalist sich erst selbst langweilen muss, bevor es ihm möglich ist, nur in etwas die Langeweile seiner Leser zu mildern, es würde gerechter gegen ihn sein. Was ist ein Journal anders als ein Waschzettel, der die schmutzige und reine Wäsche der schönen Wissenschaft aufzählt?
Wie viel literarische Schlafmützen, wie viel lyrische Nachtjacken, wie viel tragische Vatermörder muss ein armer Journalist durch die Lauge ziehen? Aber er ist nicht bloß verdammt zu waschen, er muss auch flicken und ausbessern. Wenn du, oh menschenfreundlicher Leser, die Beiträge sehest, die einem geplagten Journalisten nur während eines Monats zukommen, du würdest staunen über die Tinte, die in Deutschland vergossen wird, über die vielen Federn, die in Deutschland von stumpfen Geistern stumpf geschrieben werden. Bald sendet ihm ein junges Talent ein Gedicht an sie, dem er die überflüssigen Füße amputieren muss, dessen Inhalt so weich wie zerlassene Butter und dessen Sprache so hart wie der Eselskind backen, mit dem Simson einst die 1000 Philister totgeschlagen. Bald muss er durch das irdische Jammertal einer Tendenznovelle wandeln und bald wieder durch den Sumpf einer Korrespondenz warten. Und wie sehr wird ihm seine eigene Produktion erschwert? In Paris und London, wo die Politik und die Spitzbuberei im Großen getrieben wird, hat ein Journalist nie Mangel an Stoff. Er braucht dort keine Bücher, sondern nur Gesichter zu lesen. Und die gebratenen Aufsätze fliegen ihm gleich ins Maul. Wenn Herr Guizot vor seinem Fenster vorüberfährt und etwas melancholisch aussieht, kann er sich gleich an den Pult setzen und über die Ursache dieses melancholischen Aussehens unzählige Spalten füllen. Und wenn ein englischer Journalist ein sanftes Lächeln um die Lippen Robert Peels bemerkt, hat er gleich Anregung zu den interessantesten Artikeln über die Cornwall, über Irland, über die Töchter Rebeccas und über den chinesischen Handel. Aber in Deutschland, das so reich an Erwartungen und so arm an Erfüllungen ist, in Deutschland, das die stärksten Federn und die schwächsten Flügel hat, in Deutschland, wo man nur schweigt oder höchstens aus dem Schlaf spricht und wo keine Hauptstadt die Tugenden und Laster des Volkes vereinigt, da ist es dem Journalisten fast unmöglich, seinem Blatte ein allgemeines Interesse zu verleihen. Ein deutscher Journalist kann zuweilen einen ganzen Tag am Fenster stehen, ohne nur die geringste Anregung zu einem Artikel zu finden. Und wenn er auch alle Pflastersteine und Fensterscheiben genau zählt, und wenn er auch genau weiß, wie viel groben Marino sein Nachbar zur rechten und wie viel Kanaster sein Nachbar zur linken täglich konsumiert. Und wenn er auch an Sonn- und Feiertagen mit wahren Argusaugen die Geputzten schön betrachtet und in die geheimsten Geheimnisse der weiblichen Toilettpolitik eindringt. Und wenn er auch jeden Separatartikel kennt, welcher in den Kabinetten der schönen Mächte zur Unterjochung der Männer entworfen werden. Und wenn er auch jede Schneidermamsell kennt, mit welcher jene Mächte Allianzen geschlossen. Und wenn er auch ganz genau weiß, wie viel jede unserer Damen von ihrer Konstitution sich selbst und wie viel sie den auswärtigen Hilfsmächten der Putzmacherinnen, der Friseurinnen und Näherinnen zu verdanken hat, was kann ihm das nützen? Mit seiner ganzen naseweisen Neugierde verliert er so lange die teure Zeit, bis er auch die deutsche Geduld verliert, sich ärgerlich an den Pult setzt und von der größten Langeweile geplagt einen Aufsatz über die Langeweile schreibt, der gewiss nie ermangelt, bei den Lesern dasjenige zu erregen, welchem er, der Aufsatz nämlich, sein trauriges Dasein verdankt. Postillone und Wanderburschen. Industrie ist die Losung unserer Zeit. Nicht nur, dass neue Erfindungen für alte Bedürfnisse gemacht werden. Es werden sogar neue Bedürfnisse erfunden, damit sie wieder die Industrie zu Erfindungen veranlassen. Geschwindigkeit aber ist Zweck und Ziel aller unserer Erfindungen. Wir gehen nicht. Wir fliegen durchs Leben. Überall eine drängende Hast, ein hastiges Drängen. Wie das Tier unter der mit Sauerstoff gefüllten Glasglocke leben wir, schnellatmiger, lebhafter, aber kürzer und unruhvoller. Nicht der Genuss selbst, sondern das Jagen nach demselben scheint das Streben der Gegenwart, weil sie mehr an Übersättigung als an Hunger leidet. Hans Dampf ist jetzt nicht nur in allen Gassen, sondern in allen Ländern. Mit jedem Tag dehnen sich die Schienen mehr über unseren Erdball aus. Mit jedem Tage bricht sich die wildkeuchende Lokomotive mehr Bahnen. Sie fliegt durch Berge und Klüfte, durch Wald und Flur, und bald wird nichts mehr von ihrem Feuerhauche verschont sein. Ach, wir Menschen können nichts Neues schaffen, ohne Altes zu zerstören. Wir können höchstens nur auf Trümmern bauen.
Ein unaussprechlich wehmütiges Gefühl ergreift mich, wenn ich bedenke, dass vielleicht noch vor dem Ende unseres Jahrhunderts ganz Deutschland von dem ehernen Netz der Schienen umsponnen sein wird und dass dann zwei der poetischsten Menschenklassen nur noch dem Reich der Sage angehören werden. Ich meine, die Postillone und die Wanderburschen. Welcher Zauber liegt in dem Tone eines Posthorns? Welche Gefühle erweckt es in uns? Kein Instrument wird so misshandelt und dennoch vermag uns kein anderes Instrument so zu ergreifen. Ja, eben in den falschen Tönen des Posthorns liegt der eigentliche Zauber, die eigentliche Lyrik, sowie die unorthografisch und ungrammatikalisch geschriebenen Liebesbriefe, die eigentlich wahrhaften, die wahrhaft aufrichtigen sind. Denn das Herz kennt keine Grammatik und wo die Liebe anfängt, hört die Regel auf. Ein Postillon bläst nicht nach Noten. Er schließt sich nicht jahrelang von der Welt ab, um dann vor der Welt seine Virtuosität zu zeigen. Er entwickelt sein Talent nicht in der Stille, um dann auf den hohlen Brettern und in den prächtig erleuchteten Salons als Genie zu gelten. Ihm ist der Ehrgeiz kein Sporn, der ihn wie ein Ross durch die Bahn des Lebens jagt. Er bläst nicht der Unsterblichkeit, sondern sich selbst zu gefallen. In Sturm und Wetter, in Nacht und Nebel, unter Gottes freiem Himmel, setzt er sein Horn an den Mund und bläst sein altes Lied mit der alten Liebe. Und wie manches zarte Herz heftig pocht, wie manche schöne Wange erglüht, wenn der Postillon sich hören lässt. Wie oft, freundliche Leserin, bist du schon ans Fenster geeilt, wenn du das Posthorn vernommen? Welche Erwartungen, welche Hoffnungen war dir der Postillon nicht vielleicht der Bote, dem dein Freund eine süße Kunde aus fernem Lande einen feurigen Gruß aus einem anderen Weltteile anvertraut? Vielleicht vernahmst du sogar in den Tönen des Posthorns die Nachricht, dass der Freund deines Herzens bald an deinem Herzen liegen wird, um sich nie wieder von dir zu trennen. Und wie manche liebende Mutter hat schon freudig gebebt, wenn sie das freundliche Posthorn vernommen, das ihr die Ankunft des Sohnes verkündete. Aber nicht lange mehr wird es dauern und das freundliche Posthorn wird verstummen müssen vor dem dämonischen, ohrzerreißenden Pfeifen der Lokomotive. Nicht lange wird es mehr dauern und der letzte Postillon wird zu Grabe getragen werden und man wird ihm sein Horn mit in die andere Welt geben und unsere Nachkommen werden auf seinem Leichensteine lesen: Hier ruht der letzte Postillon. Schon jetzt liegt eine nicht zu verkennende Melancholie, eine bange Todesahnung in den Tönen des Posthorns. Es klingt fast wie ein schmerzlicher Scheidegruß an unser jetziges Geschlecht. Und daran hat der Dampf, der Dämon unserer Zeit, Schuld. Aber auch die Wanderburschen werden aufhören. Denn man wird künftig nur einen Kopf, aber keine Füße mehr brauchen, um in der Welt vorzukommen. Die Wanderburschen sind eine unserem Vaterlande durchaus eigentümliche und noch gar nicht genug gewürdigte Menschenklasse. Bei ihnen hat sich noch ein Rest von der Poesie des Lebens erhalten, die man bei anderen vergeblich suchen wird. Mit dem Knotenstock in der Hand durchmessen sie die entferntesten Länder und bewahren überall den deutschen Sinn und das deutsche Lied. Ein großer Teil unserer Volkslieder verdankt nämlich unseren Wanderburschen sein Entstehen und seine Erhaltung. Die Wanderlust, ein den Deutschen eigentümlicher Trieb, zeigt sich bei ihnen in der höchsten Gewalt. Sie haben nicht Ruhe und Rast. Wo es ihnen am besten geht, fühlen sie sich am unbehaglichsten. Auch die deutsche Grobheit, jene starke Seite unserer Nationalität, wird durch sie gehegt und gepflegt. Fechten, singen, trinken und prügeln sind die vier Elemente, aus denen ihre Welt besteht. Ihr Geselligkeitstrieb verbindet sie schnell aufs Innigste. Und scharenweise, wie die Wandervögel, ziehen sie ihres Weges. Sie fechten gemeinschaftlich. Sie singen gemeinschaftlich, sie trinken gemeinschaftlich und prügeln gemeinschaftlich. Wenn sie sich aber müde gesungen, wenn ihnen der letzte Heller ausgegangen und sich kein erklecklicher Gegenstand der Anfechtung bietet, ja, wenn sich ihnen niemand zeigt, mit dem sie Händel anfangen können, prügeln sie sich selbst gegenseitig durch, aber in aller Freundschaft. Wie das Sohleder wird auch die Wanderburschentreue erst durch oft wiederholtes Schlagen fest und dauerhaft. Die Studenten trinken, die Handwerksburschen prügeln gewöhnlich Brüderschaft. In solchen Freundschaftsbündnissen, die von den derbsten Knoten befestigt werden, zeigt sich so recht der Wert einer guten deutschen Haut, die erst weidlich gegerbt werden muss, wenn sie auf dem Markte des Lebens etwas gelten soll. Ich habe eine besondere Zuneigung zu den Wanderburschen. Denn ein Wanderbursche war es, der mich in den Anfangsgründen der Liebe unterrichtet.
Es war im Frühling 1830. Die Bäume standen in voller Blüte und die Gänseblümchen hatten ihre schmachtenden Augen aufgeschlagen. Kokette Heckenrosen entfalteten ihre Reize vor dem leichtsinnigen Zephyr. Und muntere Vögel zwitscherten die geheimnisvollsten Lieder. Es war ein Frühling, der die Knospen großer Revolutionen trieb. Knospen, aus denen die Prachtblume der Freiheit sich entwickeln sollte. Ich glaube, dass sogar die Vögel von dieser Prachtblume sangen. Denn nie habe ich sie wieder so kräftig, so begeistert singen hören. Ich hatte damals kaum das 15. Jahr überschritten. Ich stand in der Blüte der rosigen Flegeljahre und betrachtete die ganze Welt als mein Eigentum. Ich schritt munter auf ein schlesisches Dörfchen zu, dessen Kirchturmknopf in der Mittagssonne blitzte und das sich fast in der Mitte eines duftenden Tannenwäldchens befand. Es war alles umher so still, so ruhig, als hielte die Natur ihre Siesta. Plötzlich dringt das bekannte Lied »Nachtigall, ich hör dich singen« in mein Ohr. Es lag eine solche Melancholie, eine solche Schwermut in dem Tone, dass ich gewaltig davon ergriffen wurde. Als ich mich umsah, bemerkte ich, dass der Sänger ein Handwerksbursche war, der auf dem Boden ausgestreckt lag und mit dem Knotenstock im Sande schrieb. Es war ein schöner Junge mit großen blauen Augen und goldgelben Haaren, die ihm wild um das bleiche Antlitz hing. Es lag so viel sanfter Schmerz, so viel Gutmütigkeit in seinen regelmäßigen Gesichtszügen, dass ich sogleich die lebhafteste Teilnahme für ihn empfand. Ich setzte mich neben ihn hin, und als ich ihn um die Ursache seiner Tränen frug, die jetzt seinem Auge entquillten, rief er, statt der Antwort, nur den Namen Anna. »Wer ist denn diese Anna?« fragte ich den Trauernden. »Anna«, erwiderte der Bursche, »ist mein Mädel und wohnt in Neiße, wo die preußischen Gewehre fabriziert werden. Sie hat dunkelbraune Augen und dunkelbraunes Haar. Sie ist gewachsen wie eine Tanne und hat mir diesen Tabaksbeutel gestrickt. Sie hat mir auch zwei blanke Taler in die Tasche gesteckt, als ich auf die Wanderschaft ging, und hat mir geschworen, dass sie mich nicht vergessen wird.« »Und warum diese Tränen?« fragte ich den Begeisterten. »Das tut die Liebe so«, erwiderte er seufzend. »Die Liebe«, wiederholte ich gedehnt. »Was ist die Liebe?« »Die Liebe«, seufzte der Gefragte. »Das ist ein schweres Übel, von dem man nicht geheilt sein will, wenn einem das Herz bricht und der Kopf konfus wird und wenn man keinen Appetit hat und immer an Anna in Neiße denkt, wo die preußischen Gewehre fabriziert werden. Das ist Liebe.« »Da sitze ich nun hier«, fuhr er fort, »und warte auf die Fackel, die im Dorfe fechten geht. Und wir haben doch heute noch 3 lange Meilen zu machen. Oh, liebe Anna!« Kaum hat er diese Worte gesprochen, als die Fackel vom Dorfe herbeigesprungen kam. Nie ist mir wieder eine solche putzige Gestalt vorgekommen. Es war ein Kerl, lang und dünn wie ein Blitzableiter mit glühend roten Haaren, auf denen ein desperater weißer Filz sich unaufhörlich hin und her bewegte. Je näher er uns kam, desto lebhafter sprang er, so dass seine langen, zeisig grünen Frackschöße rechts und links in den Lüften flatterten. Noch keinem Schneider hatte man sein Handwerk so leicht ansehen können wie dieser Fackel. »Du lieber Himmel, was bin ich doch für ein Schockschwerenöter«, rief die Fackel, als sie bei uns anlangte. »Das ganze Dorf habe ich total ausgefochten.« Und mit diesen Worten schüttelte er Schinken, Butter, Brot und Käse aus einem Tuche und legte es vor den blonden Burschen. »Ich glaube gar, du hast wieder geflennt«, sagte der hierauf im feinsten Fisteltone. »Schlag dir die Dirne aus dem Sinn, du deutsches Gemüt. Ja, du bist ein deutsches Gemüt, denn du denkst immer an deine Liebe und hast dir seit Februar das Haar nicht mehr gekämmt. Die Schwärmerei erstreckt sich schon auf deinen Rock, der besonders an den Ellenbogen eine sehr schwache Gesundheit genießt. Friss, du deutsches Gemüt, wir müssen noch heute nach Brausnitz marschieren.« Das deutsche Gemüt berührte aber keinen Bissen, sondern betrachtete schwermütig den gestrickten Tabaksbeutel und dachte an seine Anna in Neiße, wo die preußischen Gewehre fabriziert werden. Nachdem die Fackel das ganze Magazin verzehrt hatte, packte sie das deutsche Gemüt beim Arm und schlug mit ihm den Weg nach Brausnitz ein. »Wie oft hab ich seit jener Zeit an dich gedacht, du blondes deutsches Gemüt! Wie oft ist mir deine Erklärung von der Liebe ins Gedächtnis gerufen worden? Ja, wenn einem das Herz bricht und der Kopf konfus wird und wenn man keinen Appetit hat, das ist die Liebe!« Wer weiß, wie es dir seit 1830 ergangen ist, du deutsches Gemüt. Vielleicht hat dich der Tod in einem verborgenen Winkel der Erde überrascht, fern von Neiße, wo deine Anna wohnt und die preußischen Gewehre fabriziert werden. Vielleicht auch bist du, das Herz voll Sehnsucht, nach Jahren wieder in Neiße eingekehrt
Und da ist dir eine dicke, gesunde Frau mit einem munteren Buben oder Mädchen an der Hand begegnet. Und das war deine Anna, die sich während der Zeit mit einem soliden Bürger glücklich verheiratet hatte. Vielleicht hast du sie treulos und vergnügt wiedergesehen. Du aber bist dir gewiss nicht treulos geworden. Denn du sahst aus wie einer, dessen Herz sich täuschen lässt, aber nicht täuschen kann. Und der auf dem Grabe seiner ersten Jugendliebe langsam hinstirbt. Es ist kaum glaublich, wie viel Herzlichkeit, wie viel Aufopferungsfähigkeit unter den Wanderburschen herrscht. Sie teilen Nahrung, Geld und Kleidung miteinander und haben keinen Begriff von der Eigensucht der Welt. Daher findet man unter ihnen die eifrigsten Anhänger des Kommunismus. Trotz der zynischen Rohheit, die bei ihnen nicht selten allzu stark ausbricht, bergen sie ein kerngesundes, für das Wohl und Weh des Nebenmenschen tief fühlendes Herz. Aber nicht mehr lange werden unsere Heerwege von diesen Wanderburschen belebt sein. Schon jetzt bemerkt man sie, besonders am Rhein, wo die Dämpfer und Lokomotive brausen, ziemlich selten auf der Heerstraße. Auf den Dampfbooten und in den Dampfwagen verlieren sie aber ihre ganze Eigentümlichkeit, weil sie da weder singen noch fechten dürfen. Gewiss sieht noch dieses Jahrhundert den letzten Wanderburschen wie den letzten Postillon zu Grabe gehen und unsere Nachkommen werden dann so viele schöne und kräftige Volkslieder nur lesen können, die wir noch aus munteren Kehlen in der freien Natur haben singen hören. Der weltbeherrschende Dampf erstickt das Herz der Poesie. Der Zeitgeist selbst steht nicht mehr auf eigenen Beinen und wenn er fortkommen will, muss er zu den Dämpfern und Lokomotiven seine Zuflucht nehmen. Es ist aber eine große Frage, wem diese Dampfallgewalt schneller Erlösung bringen wird, der Menschheit oder den Pferden.